Märchen auf Ruhrpottisch. Geschrieben von den Gebrüdern Grimm. Übersetzt ins Pottische von Michael Göbel. Gelesen von Jack Tengo. Rumpelstilzken. Et war einmal ein armer Müller, doch er hatte eine schicke Schicksalstochter. Nun traf es sich, hör mal, dass er mit dem König am Quasseln kam, um sich anzuspielen, sagt er zu dem: Hör mal, König, ich hab ne Tochter, die kann Stroh zu Goldspinn tun, weißt du? Der König antwortete dem Müller: Ja, das ist ne Kunst, hör mal, die ich mich mal gefällt, weißt du? Wenn du deine Tochter bei mich in das Schloss vorbeischickst und sie so geschickt ist, nicht? Weißt du was? Will ich sie auf Probe stellen tun. Als das Mädchen zum geschickt war, hör mal, führte er es in ein Kabüffchen, die ganz voller Stroh war, gab's ein Rad und eine Haspel und sprach zu der: Jetzt mach dich an der Maloche, und wenn du die ganze Nacht das Stroh nicht zu Gold gesponnen hast, hör mal, so musst du das Gras beißen tun und kannst die Radieskes beim Wachsen zugucken, nicht, Schätzelein? Daraufhin schloss er den Kabuff ab, und so blieb Mutterseelen allein darin. Da saß nur der arme Müllers Tochter und wusste sich im Leben kein Rat nicht. Sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte. Und ihre Bange wurde immer mächtigerweise, dass sie am Heulen anfing. Da ging auf einmal die Tür offen und ein mickriges Männchen trat ein und sprach: Guten Abend, die Jungfrau Müllerin. Warum bist du am Plärren dran? Ach, Kerl, antwortete das Mädchen. Ich soll Stroh zu Gold spinnen tun, aber ich versteh das nicht, weiße, sprach das Mädchen. Was gibst du mich, wenn ich dich das spinnen tue, immer? Mein Kettchen kannst du haben, sagte sie. Das Männchen nahm das Kettchen, flätzte sich vor das Rädchen und schnurr, 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 dreimal gezogen, da war die Spule voll, hör mal. Dann steckte es eine andere auf und schnurr, 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 dreimal gezogen, war der zweite auch voll weiße. Und so ging es weiter bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen voll, ne? Beim Lorenzaufgang kam schon der König, und als er das Gold erblicken tat, war er baff und freute sich in Asthümmer. Aber sein Herzeken war nach Geldgier so geil, Hümmer, dass er de Müllers Tochter in eine andere Kammer voller Stroh bringen ließ, die noch viel größer war, und ihr befahl, dass sie auch de ganze Nacht zu spinnen, wenn sie ihr das Leben lieb ist. Das arme Mädchen wusste sich nicht am helfen und fing am Heulen an. Da ging sie abermals die Tür offen und kam das kleine Männchen rein und sprach: Was gibst du mich, wenn ich dich das Stroh zu Gold spinnen tue, hör mal? Mein Ring von den Finger, antwortete das Mädchen. Das Männlein nahm den Ring, fing wieder am Spinnen an, schnurrte an Rad, und am nächsten Morgen,
hat er das ganze Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich ein Ast über die mächtige Menge an Goldhümmer, war aber noch nicht satt des Anblicks und ließ der Müllers Tochter in noch einer mächtigen, größeren Kabüsken voller Stroh in sein Kabachel bringen tun und sprach zu der: Immer Kleine, du musst mich noch mal eine ganze Nacht das Stroh hier verspinnen tun, weißt du? Gelingt es dich, weißt du, so sollst du meine angetraute Matka werden, Schätzelein, wenn sie auch nur eine Müllers Tochter ist. Dachte bei sich: Eine reiche Rolle finde ich in der ganzen dreckigen Welt nicht immer. Als das Mädchen alleine war, kam das Männlein zum dritten Mal bei sie bei und sprach: Was gibst du mich dafür, wenn ich dich das alles nochmal zu Gold spinnen mach? Hör mal, ich hab nix mehr, Weiße, antwortete das Mädchen. So muss sie mich versprechen tun, Hämmer. Wenn sie Königin wirst, dann will ich das erste Blach von dich. Wer weiß, wie das noch weitergeht, dachte sich de Müllers Tochter und wusste sich in der Not auch kein andern Rat mehr. Sie versprach dem Männchen, was er auch verlangte, und Weiße und dat Männchen spann nochmal dat Stroh zu Gold. Als am nächsten Morgen der König kam und alles fand, wie er es wollte, hör mal, so hielt zur Hochzeit und de schicke und schnieke Müllers Tochter ward ne Königin. Übern Jährchen brachte sie dann ein Blach zur Welt und dachte gar nicht mehr ans Männchen. Da trat er mit Ma in ihr Kabüsken ein und sprach: Nur gib et mich, was du mich versprochen hast. Die Königin erschrak und hatte Muffesausen in der Buchs. Da bot sie dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an, hör mal, wenn ihr dat Blach lassen wird. Aber dat Männchen sprach: Hör mal, du olle Pissfitsche, nee, dat kannst du behalten tun, weißt du? Dat Lebende ist mich lieber als alle Schätze von der Welt, ne? Da fing die Königin am Jammern an und am Plärren an, so dat dat Männchen Mitleid mit sie bekam, hör mal. 3 Tage will ich dir Zeit lassen tun, sprach er. Wenn sie bis dahin meinen Namen weißt, hör mal, so sollst du dein Blach behalten. Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über alle Namen, die sie jemals aufgeschnappt hatte, hör mal, und schickte Boten übers Land, die sollten sich weit und breit erkundigen, was es noch für Namen geben tut. Als am andern Morgen dat Männchen wieder vor ihr standen tat, fing sie am Labern an. Heißt er etwa Kaspar, Melchior, Balthasar? Und sprach alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe auf, hör mal. Aber bei jedem Namen, den sie sagte, sprach dat Männchen: Nee, 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 so heiß ich nicht. Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen tun, wie die Leute so genannt würden, und sagte dem Männchen die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen an. Heißt du vielleicht Rimbiest, Pommes Fritz, Jack Tango, Schnacksehuber, Hamswalde oder doch Schnürbeineken? Aber antwortete immer: Kehr,
Nee, so heiß ich nicht. Dem dritten Tag kam der Bote zurück und erzählte, neue Namen hab ich nicht, Hümmer. Aber wenn ich über der Halde von Grevenwalde um mit Waldeck kam, da wo sich dat Füchsken und dat Häschen gute Nacht sagen tun, so sah ich da ein mickriget Häuschen und davor brannte ein Feuerken. Und um dat Feuerken hübte ein gar dösiget Männeken auf nur einen Flunken und schrie, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen, übermorgen hol ich mich det Königinsblach. Ach, wie gut, dat niemand weiß, dat ich Rumpelstilzken heiß. Da kannst du dich ja denken, Tonhümmer, wie die Königin froh und glücklich war, als sie den Namen hören tat, als bald danach dat Männeken mit in ihr Kabüfsken stand und sich dat Blach holen wollt und sprach, »Na du alte Königin, wie heiß ich gets?« Da fragte ihm zuerst, »Heiße Heinz, Horst oder Günner?« »Kehr, nee, geh mich weg!« sprach dat Männeken. »Heiße etwa Rumpelstilzken?« »Dat hat dich der Deibel gesagt, dat hat dich der Deibel gesagt!« schrie dat Männeken und stieß wüterig mit der rechte Porrepiepe vor Zorn in der Erde, dat es bis in den Leib hineinfuhr, weiße, dann packte es in seiner Wut den linken Flunken mit beide Flossen und riss sich dabei selbst entzwei, Hümmer, und wenn es noch in et Kabüsken der Königin am Liegen ist, stinktet mächtig, Hümmer. Das waren Märchen auf Ruhrpottisch. Geschrieben von den Gebrüdern Grimm. Übersetzt ins Pottische von Michael Göbel. Gelesen von Jack Tengo.